Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich über meine zweite Fehlgeburt sprechen. Ich hatte in der ersten erwähnt, dass wir im Dezember 2016 wieder schwanger waren. Wir haben an Nikolaus haben wir herausgefunden, dass wir schwanger sind, einen positiven Test gehabt und das war 4 Tage, bevor meine Periode fertig war. Ich wusste schon 5 Tage vorher anhand meiner Brüste, die extrem gewachsen waren und extrem fest waren, dass ich wieder schwanger war und wollte unbedingt testen. Auch wenn ich wusste, Donnerstag ist erst die Zeit dafür und dann wollte ich montags unbedingt testen und wir haben dann montags früh den positiven Test in der Hand gehabt. Und total aufgeregt, war total spannend. Diesmal hatte ich so ein komisches Gefühl, ich wollte nicht direkt zum Arzt gehen, nachdem was letztes Mal passiert ist und wollte abwarten. Und habe aber eine Hebamme gehabt in der Zeit, in der ersten Schwangerschaft, die mir super zur Seite gestanden ist, die mit mir Akupunktur gemacht hat und alles nach der Fehlgeburt. Und die wollte ich unbedingt informieren und sie hatte mir gesagt, ich soll mich bei ihr melden, wenn es wieder geklappt hat. Und das habe ich getan, nur leider hat sie mir dann gesagt, mein Geburtstermin wäre nämlich mein Geburtstag gewesen im August diesen Jahres. Und hat sie gemeint, sie ist ab Juni nicht mehr tätig hier für ein Jahr. Deswegen kann sie mich nicht nehmen. Hat mich dann auf eine andere Hebamme, hat sie mir empfohlen, die Nummer gegeben, mit der hatte ich dann telefoniert und gesagt, okay, ich möchte bitte, dass sie meine Bluttests macht und guckt, dass mit dem HCG alles in Ordnung ist. Und das war in meiner Staatsexamenzeit, im Dezember hatte ich Staatsexamen. Und die meinte dann am Telefon, sie, ja, wieso machst du dich dann so verrückt und das brauchst du gar nicht und ich halte das nicht für sinnvoll, dass wir da Bluttests machen, warte doch bis zur 8. Woche und dann wolltest du ja sowieso zum Frauenarzt gehen und dann kannst du ja den Ultraschall machen und es wird alles gut sein. Mach erstmal dein Staatsexamen und dann nach meinem Staatsexamen sind wir auf die Malediven geflogen. Hat sie gesagt, gehst erstmal schön reisen und wenn du dann wiederkommst, kann man das immer noch machen. Aber sie hat das nicht nett gesagt, sie hat das ziemlich pissig gesagt. Also sie war richtig genervt am Telefon. Und ich habe erstmal gedacht so, okay, naja gut, die Hebamme, die wird schon wissen, ne? Hörst du mal drauf. Und habe daraufhin dann mein Staatsexamen gemacht. Morgendliche Übelkeit, diesmal ganz schlimm gewesen. Ich hatte an meinem allerletzten Tag, konnte ich gar nicht schlafen, mündliche Prüfung. Danach habe ich erfahren, dass ich bestanden habe. Und danach sind wir direkt auf die Malediven geflogen, hatten 24 Stunden Reise. Mir war so schlecht. So wenig trinken, nichts essen können, Zwischenhalt in Istanbul und dann auf Male und dann plötzlich diese Hitze auf die Malediven. Es war schlimm. Ich war total angeschwollen, mein Gesicht war angeschwollen, meine Finger, meine Füße. Oh, es war ganz schrecklich. Aber auf den Malediven konnten wir natürlich super entspannen, es war alles toll und es war sehr ein schöner und zweisamer Urlaub. Und da hatten wir, ich hatte niemandem erzählt, dass ich schwanger war, das wusste keiner. Ich wollte nämlich nach den Malediven zu meinem Ultraschall meine Schwester mitnehmen und die sollte das dann als erstes erfahren und dabei sein. Und ja, wir kamen dann wieder 36 Stunden Reisen zurück, mir war wieder total übel, völlig müde, völlig kaputt. Aber wir kamen dann an, war alles gut, dann hatten wir Silvester und nach Silvester, Anfang Januar, 2 Tage, ich glaube es waren 2 Tage vor meinem Frauenarzttermin, den ich hatte, 8 Wochen, haben dann wieder Blutungen angefangen. Und ich natürlich sofort rote Flagge, so oh Gott, Blutung, ganz schlimm, geht gar nicht, ist bestimmt wieder eine Fehlgeburt. Ich hatte schon total Panik, versucht ruhig zu bleiben, dachte, nein, Annika, es gibt Blutungen in der Frühschwangerschaft, das ist völlig normal, macht ganz locker, macht ganz entspannt. Und ja, es war ja nur Spielblutung, deswegen habe ich nichts weiter gedacht, habe aber dann, weil ich mit jemandem reden musste, meine Schwiegermama darin eingeweiht und gefragt, ob sie das früher auch hatte bei den Schwangerschaften. Sie sagte, sie hatte immer Schmierblutungen und bei ihr war es aber ein Hormonmangel. Sie musste Hormone nehmen, dass die Schwangerschaft gehalten werden kann. Meinte, vielleicht willst du doch lieber einen Arzt anrufen, dass er mal einen Bluttest macht, um zu gucken, ob deine Hormone nicht zu niedrig sind. Progesteron, glaube ich, war das. Und dann habe ich mit meiner Mama noch drüber gesprochen, weil sie hatte nie Probleme in der Schwangerschaft, nie eine Fehlgeburt, keine Blutungen, perfekte Geburten. Also bei ihr war wirklich 4 Traumschwangerschaften mit Traumgeburten. Und die meinte dann nur so, naja, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen.
am nächsten Tag wurden die dann stärker, der Tag vor dem Arzttermin. Und ich habe gesagt, okay, ich halte es nicht mehr aus, habe dann da angerufen, ob ich schon vorbeikommen kann, habe denen beschrieben, was los ist. Und dann meinten sie, ja, komm halt schon vorbei, aber erst nachmittags. Und dann musste ich den ganzen Nachmittag warten, das war schrecklich, weil ich so Angst hatte aufzustehen, weil jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin, ist das Blut nur so geflossen. Dann bin ich da zum Arzt hin mit meinem Mann, hat sie den Ultraschall gemacht, gesagt, ja, ich sehe ein Kind, das ist alles so intakt da alles, aber das Kind ist leider nicht 8 Wochen alt, das Kind ist nur 6 Wochen alt. Und ich sage so, okay, so, ja, kann es sein, dass du dich verrechnet hast? Ich so, ich hatte 4 Tage vor der Fälligkeit meiner Periode einen positiven Test, und sie so, ja, da ist es sehr unwahrscheinlich, sich zu verrechnen. Und ich hatte den digitalen, also da, wo schwanger steht, nicht den mit den Streifen, der war positiv. Und hat sie gemeint, ja, das ist schwierig, wir können noch mal eine Woche abwarten und dann in der Woche noch mal gucken, ob es sich entwickelt hat, ob es größer geworden ist oder nicht. Sonst erstmal ausruhen. Ich bin schon so voll, ich wusste da eigentlich schon nicht so, ja, wo kommt denn die Blutung her? Kommt sie von außerhalb oder von innerhalb? Und dann hat sie halt schon gleich gesagt, die Blutung kommt vom Uterus. Kann halt sein, dass entweder was gerissen ist oder dass wirklich was passiert. Ja, noch in derselben Nacht kamen dann wieder die Wehen, die Krämpfe. Ich wollte dann nicht mehr zu Hause sein, weil ich wusste, Marco muss arbeiten. Ich habe dann die Woche bei meinen Eltern verbracht, in deren Badewanne, und habe da das Gleiche nochmal durchlebt. Starke Wehen in kurzen Abständen, irgendwann das Gefühl zu pressen. Ich war dann beim Pressen und habe dann wieder kam alles raus mit dem kleinen Kind und ja, es war wieder eine sehr blutige Angelegenheit. Der Körper hat es gut hingekriegt. Ich habe diesmal deutlich weniger Krämpfe gehabt. Es ging deutlich schneller. Es war schon nach 3 Tagen alles raus und nach 4 Tagen wurden die Blutungen auch schon deutlich weniger. Ich habe daraufhin dann nochmal beim Frauenarzt angerufen und habe gesagt so, ja, ich weiß, ich habe erst nächste Woche einen Termin, aber es ist halt jetzt alles raus oder ich denke, es ist alles raus. Und die Blutungen werden weniger und ich möchte nicht, dass da noch was drin ist und es aufhört zu bluten, weil das wäre nicht sehr sinnvoll. Und da hat sie gemeint, ja, ja, komm vorbei. Und dann bin ich hingegangen und die hat nachgeguckt und es war wirklich alles raus. Sie hat gesagt, wow, der Körper hat das diesmal sehr, sehr schnell gemeistert, hat das sehr schnell erkannt und alles rausgespült sozusagen. Und ja, und dann war eigentlich die Blutung Sonntag schon wieder vorbei. Also es ging 7 Tage lang, diesmal etwas kürzer als das davor. Und erstaunlicherweise hatte ich auch da wieder direkt 4 Wochen später meine Periode, war wieder sofort in dem Zyklus sozusagen drin. Es war diesmal noch schlimmer für mich, die Fehlgeburt. Ich dachte so nach 2 Fehlgeburten, ich so, das ist doch nicht mehr normal. Ich bin jung, ich bin gesund, ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich ernähre mich gesund. Woran kann denn das liegen? Und dachte, man könnte das Ungeborene untersuchen nach genetischen Fehlern, ob da irgendwas ist, und hatte das aufgehoben. Und dann sagte man mir, nee, das macht man nicht, das macht man nicht. Und höh, erst nach der 3. Fehlgeburt. Ich so, toll. So, hätte ich es ja gar nicht aufheben müssen, aber es war eh draußen gefroren. Das heißt, diesmal konnten wir es nicht beerdigen, so wie wir das beim ersten gemacht haben. Und ja, war dann nicht so cool. Aber ja, seitdem versuchen wir sozusagen, sie hat gesagt, wir dürfen danach wieder anfangen. Haben wir gemacht, aber bis jetzt hat es leider nicht mehr geklappt. Wir halten daran fest. Wir haben mehrere Untersuchungen in der Kinderwunschklinik hinter uns. Und da hat man dann festgestellt, dass ich einen extrem niedrigen Eisenwert habe, einen extrem niedrigen Omega-3-Wert und Vitamin D, die Sonne, die wir ja in Deutschland so wenig im Moment haben. Ja, und die muss ich halt jetzt ganz speziell ausgleichen mit ganz speziellen Präparaten, die auf mich abgestimmt sind. Aber ich möchte von denen so ein bisschen wieder wegkommen. Darüber werde ich aber dann in einem anderen Video erzählen, was unsere Maßnahmen sind, die wir jetzt getroffen haben, in der Hoffnung, dass unsere nächste Schwangerschaft dann intakt bleibt und klappt und das alles dann nach unseren Wünschen vorwärts geht. Das war erstmal meine lange Geschichte zu meiner 2. Fehlgeburt, die für mich dann deutlich körperlich undramatischer war, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Aber wie auch schon vorher gesagt, wenn du durch das Gleiche durchgehst und jemanden brauchst, mit dem du reden möchtest,
stehe ich gerne zur Verfügung, kannst mich gerne anschreiben. Das ist eine einsame Zeit, es ist wirklich unschön, eine Fehlgeburt zu haben und man nagt noch monatelang daran. Es gibt immer wieder Momente, wo ich auch jetzt noch weine und einfach damit das wieder verarbeiten muss, weil es einfach immer noch präsent ist für mich, egal wie lange das her ist. Und deswegen schreibt mich einfach an, schreibt mir in die Kommentare oder lasst es mich wissen. Ich bin dann da, ich höre gerne zu und wenn irgendwelche Fragen sind, auch gerne einfach nachfragen. Und zu dem anderen Thema sehe ich euch dann in einem nächsten Video. Bis dann, ciao!